Der Norden. Wasser, ungebändigte Bergwelten und Einsamkeit. Kein Land steht für mich so für den Norden wie Norwegen. 2018 waren mein Freund David und ich im Süden des Landes unterwegs. Dieses Jahr ging es für uns zu den Lofoten. Wir verspürten wieder den Drang, einzutauchen in die Landschaft, in die Natur. Diesmal gingen wir noch einen Schritt weiter. Wir wollten unbedingt jemanden vor Ort kennenlernen. Eine Person, die dort schon lange lebt. Eine Person, die uns etwas erzählen kann. Und wir haben sie gefunden. Doch zunächst starteten wir unsere Reise von Bremen aus über die Brücken und über die schwedische Inlandsroute nach Lappland. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, wir sind, um euch erstmal abzuholen, gerade gefühlt 20 Minuten durch so einen Wald gefahren, im ersten Gang, weil so überall Schlaglöcher waren und man dachte sich, oh, wo landet man jetzt hier? Es ist natürlich stockfinster, aber vor uns liegt direkt ein See. Wir haben uns jetzt hier hingestellt, gerade mal das Licht angemacht hier in der Innenkabine und machen uns das jetzt hier mal so ein bisschen wohnlicher. Und dazu zuallererst einmal, das Hochstelldach ist schon oben, aber hier die Fläche, wo man dann später schläft, die kommt mal nach oben gefahren und jetzt kann man schon, glaube ich, ganz gut sehen, wie viel Platz wir jetzt hier haben. Ich meine, selbst du, Dennis, kannst ja hier ganz entspannt drinne stehen. Das ist ziemlich geil. So, David, wie hast du gepennt? Gut. Wurde ein bisschen frischer die Nacht. Aber es gehört dazu, ne? Und das Doofe war, ich habe mich nicht ganz in den Schlafsack reingelegt, sondern den nur als Decke benutzt. Also da lerne ich jetzt dazu. Ich meine, mit jedem Tag kommen wir ja weiter in den Norden. Da muss man jetzt mal in den Schlafsack rein. Ansonsten Premium-Fahrzeug. Ich weiß nicht, du hast ja hier unten sicherlich auch gut geschlafen. Da oben, das ist wirklich bequem. Also das haben sie echt gut gemacht. Guck dir mal seine kleinen Augen an. Ja. Musik ist für David und mich das Herz eines jeden Roadtrips. Wir machen damit quasi unseren eigenen Roadmovie. Bleib stehen. Film mal den. Oh. Alter Falter. Na du? Was ist das denn für ein krasses Tier? Wir sehen Rudolf. Mach mal ein Bild mit dem Handy. Da steht einfach fucking Rudolf. Oh. Wie krass sind die denn? Ey Leute, wir haben gerade die ersten Rentiere gesehen und jetzt sehen wir wieder welche und da ist ein Albino dabei. Ich werde nicht mehr. Fahr mal ran. Oh, tatsächlich ein weißes. Albino-Rentier.
Lagen Ortschaften zu Beginn noch eng beieinander, tauchten sie in immer größeren Distanzen zueinander auf. Wir ließen uns langsam einsaugen von einem Meer aus herbstlichen Wäldern und Seen. Je weiter wir Richtung Norden fuhren, desto einsamer wurde es. Und desto mehr waren wir frei. Ja, wir wollen euch nochmal zeigen, wie wir hier eigentlich jeden Abend so unser Nachtlager aufschlagen und wie schnell das eigentlich geht in unserem Van, mit dem wir unterwegs sind. Genau, let's go. Zeigen wir mal. Ja, wir sind ja mit einem Crosscamp unterwegs und das soll jetzt keine bezahlte Werbung sein, aber wir wollen euch einfach nochmal zeigen, wie das ist in so einem Campervan mit Hochstelldach. Wir finden, das ist ziemlich nice. Es sind auch nur wenige Handgriffe, bis man hier, sag ich mal, so ein wohnliches Raumgefühl hat. Und zwar machen wir das hier einmal so auf. Hier einmal diesen Klettverschluss, hier noch so ein paar Schnallen. Und dann ganz wichtig, die Tür muss natürlich auf sein, denn da oben kommen ja jetzt ein paar Kubik oder ein Kubikmeter, keine Ahnung, kommt ja dazu an Raum. Und deswegen muss der natürlich auch mit Luft gefüllt werden. So, ein Handgriff noch hier. So, und jetzt geht das Ganze schon hoch. Einfach einmal drücken. Zack, da steht das Ding schon. Und wie ihr sehen könnt, ja, hier hängt ja noch was. Was ist das denn? Naja, hier kann man dann oben pennen. Aber wenn wir natürlich erstmal ankommen, wollen wir das auch noch oben haben. Dann kann man nämlich hier drin stehen, kochen, entspannen. Super geil. Also total genial. Und so schnell, wie es aufgebaut ist, ist es auch abgebaut. Wir sind jetzt offiziell auf den Lofoten, kann man sagen, und wir starten mit unserer ersten Wanderung. Wo geht's denn hin, David? Genau, es geht jetzt auf den Orsteinen, ungefähr 530 Meter hoch, 1,5 Stunden dauert der Aufstieg und ist erstmal als leicht eingestuft. Wir werden mal schauen, wie das dann tatsächlich ausschaut, und ich denke, für den Start ist das jetzt super. Wir haben blauen Himmel, die Sonne scheint, die Landschaft ist echt unglaublich schön. Und wir können es jetzt kaum abwarten, mal endlich aus dem Auto rauszukommen und loszulaufen. Ich glaube, nach 5 Tagen Fahrt ist so eine leichte Wanderung auch tatsächlich der gute Einstieg. Das stimmt. Ja, let's go!
Und Leute, wir haben noch eine sehr, sehr, sehr witzige Story. Tatsächlich sind wir hier auf den Lofoten und wir wollen auch einen kleinen Dokumentarfilm drehen. Und zwar über die Abenteurerin Christine Volzland-Olsen. Und ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Wir treffen sie morgen und das wird eine ziemlich spannende Sache. Und David wusste aber noch nicht so richtig, was das eigentlich für eine Person ist. Ich habe dir tatsächlich über Facebook wurde mir die vorgeschlagen als Protagonistin für den Film, weil ich einen Local wollte, der sich auskennt in der Region und der uns vielleicht auch ein paar Spots zeigen kann und irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Und jetzt haben wir uns ja hier, wie war das mit dem Lofotenbuch? Ja, nee, ich war noch bei meiner Cousine, kurz bevor wir in den Urlaub sind. Und da hat sie, so lieb wie sie ist, mir noch ein Buch in die Hand gedrückt. Und zwar dieses, wo halt tolle Wanderungen eingezeichnet sind. Ja, und dreimal dürft ihr jetzt raten, von wem dieses Buch stammt. Ich habe halt noch gejoked, weil sie sah so ein bisschen aus wie Christine und hat gesagt, guck mal, das ist doch Christine. Und wir noch so, und dann haben wir tatsächlich drauf geguckt und da steht Christine Volzland-Olsen tatsächlich oben. Und das hat sie tatsächlich gemacht, dieses Buch. Das heißt, alle Wanderungen, die ich mir im Vorfeld markiert habe, die sind von ihr. Und auch alle Fotos, die in diesem Buch sind, hat sie selber geschossen. Ich meine, Zufälle gibt's, ne? Und genau, sie treffen wir jetzt morgen. Also, mega geil. Ich bin mal gespannt, wie sie dann in echt drauf ist. Ja, das werden wir dann. Wir lernen sie auf jeden Fall kennen und wir geben euch dann ein Update. My name is Christine Volzland-Olsen. I'm 40 years old and I live here in Lofoten Islands. I've been here now for 21 years, so more than half my life. So I feel like I'm a true North Norwegian. Besonders schön war es auch, dass uns Christine vor allem ihre Lieblingsorte gezeigt hat während dieses Tages. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mit ihr zu irgendwelchen Hotspots geht, sondern wenn man einfach mal, ja, sie diese Orte vorschlagen lässt, zu denen sie auch eine Bindung hat und eine Beziehung hat. Und das war für uns natürlich ganz toll auch einzufangen. Und auch das Interview ist wirklich schön geworden. Das heißt, da freue ich mich wirklich, am Ende euch das Ergebnis auch hier auf dem Kanal zeigen zu können. Und ich bin da schon sehr gespannt, wie ihr sie finden werdet in diesem Porträt. Mittlerweile haben wir eine neue Wanderung gestartet und sind jetzt hier am Qualvika Beach. Und die Gegend hier, das werdet ihr gleich sehen, die erinnert so stark irgendwie an Hawaii. Das ist unglaublich. Und ganz stark sind hier auch die Berge links und rechts vom Strand. Die ragen einfach wirklich so steil nochmal circa 500 Meter empor. Einfach unglaublich. Und was machen wir jetzt? Gehen wir da runter oder wollen wir da mal runter gucken oder wie? Wir gehen da jetzt nochmal runter. Wir haben uns jetzt entschlossen, uns tatsächlich noch aufzumachen zu der Spitze da. Und ja, ich denke, das wird uns noch ein bisschen was abverlangen, aber wir haben richtig Bock. Wir sind jetzt relativ weit oben und die Sonne hat sich nochmal entschieden, uns zu empfangen. Ja. Das ist das Schöne. Eigentlich will man nicht geblendet werden. Jetzt denkt man sich, ach ja, wie geil. Also es ist herrlich hier, die Landschaft, die jetzt so angestrichen wird vom Sonnenlicht. Oh, also. Diese Reise hat uns wieder gezeigt, warum wir den Norden so lieben. Und sie hat uns einmal erneut inspiriert.